Vorweg möchte ich mich ganz herzlich bedanken an die Community für das überwältigende Feedback auf mein In eigener Sache Video. Dabei ist mir durch den Kopf gegangen, dass vielleicht bei dem einen und anderen, der Inhalt so nicht ganz korrekt rübergekommen ist. Also das war nicht mein Schlusswort, ich höre jetzt auf, sondern das war nur meine Ankündigung, dass ich in 4 Wochen aufhöre. Das heißt, 4 Inside Star Citizen Übersetzungen haben wir noch, inklusive diesem. Insofern könnt ihr euch im September nochmal entspannt zurücklehnen und wir schauen uns gemeinsam die Inside Star Citizen Übersetzung an. Inside Star Citizen, unser wöchentlicher Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Und in der geht es heute um das Personal Commodity Inventory Feature. Wir schauen uns den Arbeitsstand der Vanguard-Varianten an. Und es gibt ein neues Feature für das Flugmodell. Und tatsächlich zum letzten Mal möchte ich mich noch einmal von ganzem Herzen bedanken für die großzügige Unterstützung mit 50 gespendeten Euro von Echo PTK. Vielen Dank, mein Lieber, sowie für 30 und 25 gespendete Dollar ganz herzlichen Dank an Dash, Deep Soul, Robert Achatz, Silver Dragon und Slink69 sowie 15 und 10 Dollar Euro gespendet haben Andreas Kotschurow, Black Carson, Jelly X, der Lucifer, DJ Red, Dr. Tyrell, Explorer Germany, Evo 1978, Gummiball, Gunboy 65, Isle of Hope Corporation, Jan Kiaulen, Joel Fuchs, Yomnitech, Kindergarten, Luna, Marvin, Maddock, Michael Petzke, Multipede F, Optic Ocean Drive, Runnen, Reinhard, Sarge 701 und Tota Kenny. Vielen, vielen herzlichen Dank an euch und an alle anderen, die mich auf Patreon mit dem einen und anderen Dollar unterstützt haben, ihr Dankeschön gegeben haben für die viele Arbeit, die in die Übersetzungen reingeflossen ist und in die nächsten 4 Wochen noch reinfließen wird. So, jetzt gehen wir aber erstmal rein in das erste Inside Star Citizen dieses Monats. Als Luke Skywalker Yoda fragte, was in der Höhle sei, Referenz auf Episode 5, das Imperium schlägt zurück, antwortete Yoda, nur das, was du bei dir trägst. Yoda meinte das natürlich im übertragenen Sinne, Jared meint es hier aber augenzwinkernd, weil wir zukünftig eben nur das in eine Höhle oder generell in das Verse mitnehmen können, was wir bei uns tragen. Und was wir bei uns tragen können, das wird definiert durch das Personal Commodity Inventory Feature. Ein Commodity ist dabei eine Ware im Sinne eines Erzes, einer Frucht oder sonstigem, was wir in der Umwelt des Verse finden oder abbauen können. Dieses persönliche Wareninventar ist ein Bestandteil des späteren übergreifenden Spielerinventarsystems. So wird uns hier auch erzählt, dass das persönliche Wareninventar der erste Schritt ist auf dem Weg zum persönlichen Spielerinventarsystem. Mit dem persönlichen Wareninventar werden wir in der Lage sein, zum Beispiel gewonnene Erze in den Taschen des Spielers zu verstauen. Der Unterschied zwischen Wareninventar und dem persönlichen Spielerinventar ist, dass man im Spielerinventar im Regelfall Gegenstände aufbewahren können wird, die man bei sich trägt. Das können Waffen, Waffenmagazine, das Multitool sein oder ähnliches. Oder eine Big Benny's Box wird hier erzählt. Das persönliche Wareninventar hingegen ist ausschließlich für Waren, für Commodities nutzbar. Der Gedanke dahinter ist, dass man mit dem Multitool ja auch besonders wertvolle Erze gewinnen können soll, die man dann nach erfolgreichem Extrahieren in seinem Rucksack bzw. in dem persönlichen Wareninventar ablegen und zurück zum Raumschiff gehen oder schweben kann, um dort das persönliche Wareninventar wiederum dem Frachtraum des Schiffs, dem Cargo Grid, hinzuzufügen. Das persönliche Wareninventar wird mittels eines kleinen Interaktionspunktes oder eines Hotkeys alternativ aufgerufen und bringt dieses sogenannte Inner Thought-Menü auf das Display auf dem Bildschirm,
1:1 übersetzt, innerer Gedanke-Menü. Das zeigt sich in Form dieses Kreismenüs, wie wir es hier angezeigt bekommen. Dort kann man eine Handvoll Waren, wie geerntetes oder gepflücktes Obst und Gemüse und wertvolle Erze ablegen, einzeln oder mittels eines Store-All-Buttons, eines Lege-Alles-Ab-Knopfes. In diesem Menü kann man einzelne Waren auswählen oder ablegen oder auch in einer Kiste verstauen, die man dann wiederum in sein Schiff bringen kann, zu einem Handelspunkt mit Handelskiosk fliegen, um dort die gesammelten und verstauten Waren dann zu verkaufen. Dabei ist es unabhängig davon, ob die Waren in einer Kiste im Schiff oder schlicht im Frachtgrid des Schiffes liegen. Wie gesagt, ist dies der erste Teil des späteren Spielerinventarsystems, das dann in naher Zukunft entwickelt und ins Spiel implementiert werden wird. Weiter geht's zu den Vanguard-Varianten Harbinger und Sentinel, die mit Alpha 3.7 ins Spiel kommen werden. So this is the Vanguard Sentinel. Hier sehen wir die Sentinel, die Vanguard-Variante für elektronische Kriegsführung. Aktuell experimentiert man mit den Außenfarben, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Das Außendesign entspricht dem der Warden und Hoplite, nur Waffen und Verteidigung unterscheiden sich. Hauptsächlich aber unterscheiden sich die Varianten im Innenmodul. Bei der Sentinel befindet sich hier ein Modul für die elektronische Kriegsführung. Hier sind Bedienelemente, Monitor und große Scheibendisplays nach dem Vorbild großer Flugzeugträger. Hier wird man später unter anderem Informationsauswertungen und Diagnosen durchführen können. Aktuell sind alle Displays aber nur Platzhalter für die zukünftig noch zu entwickelnden Gameplay-Elemente. Relevant information for what you're doing. This entire area is almost based around an aircraft carrier. One really cool feature about aircraft carriers is they have like big glass displays. Which are illuminated and you can draw on and you can see through these, so I wanted to try and get one of those in there. And also it's kind of based around things you might have seen from other sci-fi shows as well. Weiter vorne findet sich dasselbe Modul wie in der Warden mit kleiner Kombüse, Waschnische und Bett. Das Hauptelement ist diese Hacking-Station. Hacking station. So the difference between the Sentinel and the Harbinger. Weiter geht's zur Harbinger, dessen Hauptunterscheidungsmerkmal, wie gesagt, die Innenausstattung, das Innenmodul ist. Hier der Torpedoraum. Einer der größten Wünsche dieses neuen Moduls war es, dass man den Abschussvorgang der Torpedos sehen können wird, was durch dieses Fenster hier ermöglicht wird. Der letzte Schritt wird nun sein, das Außendesign der Vanguard-Varianten fertigzustellen. Where these torpedoes are going to get fired from, there'll be a hatch underneath the ship, so you can, you know, see the torpedo go from inside the ship to, you know, firing away. The mechanism will be completely viewable. Hopefully, you'll get as much fun from playing these things as I have from making them. So we look forward to showing the finished-off paint schemes in the future. Das Herz der Spielerfahrung von Star Citizen ist das Flugmodell und die Steuerung der Raumschiffe. An dem zugrunde liegenden System feilt man weiter, hat aber parallel auch noch ein neues Feature entwickelt, den sogenannten Proximity Assist, den Näherungsassistenten. Das soll das Manövrieren in Bodennähe und in großen Innenräumen wie Hangars oder Trägerschiffen vereinfachen. Im Alpha-Patch 3.6 wurde der Hover-Mode, der Schwebemodus, eingeführt. Hier wurden weitere Verbesserungen vorgenommen. Zuerst wurde der sogenannte Helikopter-Modus entfernt. CRG fand, dass das nicht wirklich intuitiv und glaubwürdig wirkte. Das hat man nun geändert. Befindet man sich in Bodennähe, ist das Raumschiff nun wesentlich langsamer. Hebt man ab, geht das Raumschiff in seinen normalen Flug- und Geschwindigkeitsmodus über, ab einer bestimmten Höhe. Dieses Feature nennt sich Proximity Assist. Und bevor alle Heißsporne von euch jetzt gequält aufschreien, weil sie es lieben, dicht über die Oberfläche zu rasen, dieser Proximity Assist lässt sich natürlich abschalten. Der Hintergedanke von CRG ist, dass dieser Assistent bei Lande- und Startvorgängen die Geschwindigkeiten des Schiffes dynamisch regelt, um versehentliche Kollisionen möglichst zu vermeiden. Es reduziert also die Effizienz der Manöverdüsen, ihre Schubkraft, was laut David Coulson in einem realistischeren Flugverhalten in Bodennähe führt, was die Probleme, die der Hover-Mode mit sich gebracht hat, lösen sollte. Solve the problem that hover mode didn't adequately solve.
Und das war's schon mit einem relativ kurzen Inside Star Citizen diese Woche. Ich weiß noch nicht richtig, was ich von diesem Proximity Assist halten soll, bin aber ganz gespannt, ob das jetzt tatsächlich eine Verbesserung oder eine Verschlimmbesserung werden wird. Wir werden sehen, spätestens zu Beginn des nächsten Monats. Und dann wünsche ich euch auf diesem Wege ein wunderschönes Wochenende. Bis dann, cheers.